Liebe es immer wieder, diesen Vorträgen zu lauschen. Und tolle Vorlage. Vielen Dank. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir mit dem Dr. Schreier tatsächlich jetzt schon, ich glaube, im 7. oder 8. Jahr zusammenarbeiten. Also nichts kommt von nichts. Insofern vielen Dank. Sie haben auch schon ein paar Begriffe eingeworfen, auf die ich auch zurückkommen werde. Also wundern Sie sich nicht, wenn hier im einen oder anderen Fall ein ähnliches Vokabular benutzt wird. Der diesjährige Brand New Day befasst sich also mit Bindungen von Menschen zu Marken. Und ich denke, dass die meisten von uns, wenn sie an Menschen denken, dann Konsumenten und Kunden meinen. Man muss sich aber natürlich auch fragen, was ist denn eigentlich mit den Mitarbeitern? Die müssen ja auch eine Bindung zu ihrem Unternehmen aufbauen, damit sie die Produkte und Marken, die sie vertreten, entsprechend auch mit Inbrunst gegenüber den Kunden vertreten können. Ich möchte deswegen meinen Vortrag mit einem Zitat beginnen. Das hat der CEO von Unilever, der Paul Polman, in einem Interview in der Washington Post vor ein paar Monaten gegeben. Da bin ich drauf gestoßen. Und der sagt: Many companies have difficulties attracting people and you wonder why it's not just about making money, especially for the millennial generation. They want to make a difference in life, so they look for companies that have a strong purpose. Purpose, den Begriff haben Sie auch schon genannt. Purpose, Mission Statement, ja, oder Reason for Being, wie auch immer man das nennen mag. Ich bin davon überzeugt, dass für die langfristige Tragfähigkeit eines Unternehmens es wirklich essentiell ist, dass es darüber nachdenkt, warum es eigentlich existiert. Und das ist eine Frage, die man jedem Stakeholder des Unternehmens entsprechend aus dem FF glaubwürdig, verständlich und überzeugend vermitteln können muss. Zugegeben, die Telekommunikationsbranche tut sich mit dieser Sichtweise in der Regel sehr schwer. Ist auch bei der Telekom nicht anders. Also im Daily Business, ja, da ist diese technik- und finanzgetriebene Branche doch von einem sehr starken Inside-Out-Denken geprägt, dass die vermeintliche Wichtigkeit ihres Angebots über die tatsächliche Relevanz für den Verbraucher stellt. Das ist heute so, wie Sie sehen können, das ist aber ehrlich gesagt vor 7 Jahren auch nicht anders gewesen. Es tut sich oft nicht so viel. Und tatsächlich ist es eine beschwerliche Dauermission, auch bei der Deutschen Telekom, da nehme ich uns wirklich nicht aus, allem und Unternehmen ein klares Selbstverständnis darüber zu vermitteln, was für den Kunden wirklich wichtig ist, was ihn bewegt. Anstatt sie immer wieder aufs Neue zu drangsalieren, ja, die nächsten Anschlüsse zu kaufen oder die nächsten Tarife und ihnen quasi zuzuwerfen, kauf mich endlich, du Arsch. Ja, wie es hier so sehr schön auf dem Titel der Brand 1 manifestiert ist. Das Beschwerliche ist aber umso wichtiger, als mit der zunehmenden Angleichung von Produkten und Dienstleistungen sowie der zunehmenden Informationsdichte die Aspekte Marke und Kundenorientierung immer mehr in den Fokus rücken. Mehr in den Fokus rücken, nicht weniger, wie manche Apologeten nicht müde werden, im Kontext der zunehmenden Digitalisierung, vor allem des Handels, herauszuposanieren. Sie können ja mal Folgendes versuchen. Meine Tochter, 15, wenn die auf mich zukommt, schon mit dem Laptop in der Hand und sagt: Papi, dieser Bikini von Victoria's Secret, dieser, dann kann die mir 30 Minuten geben oder ich gebe sie mir selber, um sie davon zu überzeugen beim Searchen im Internet, dass es doch bestimmt einen ähnlichen Bikini gibt von einer anderen Marke, aber zum halben Preis. Nein, Victoria's Secret, glauben Sie mir. Also insofern, dieser Abgesang auf Marken, ja, den man hier und da auch so liest in der Fachliteratur, Quatsch, denke ich. Also sollte es natürlich die zuvorderste Aufgabe der Markenverantwortlichen in einem Unternehmen sein, zu definieren, wofür eine Marke tatsächlich stehen will. Und das gilt besonders für so eine intangible Marke wie die Deutsche Telekom. Eben hat es geheißen, ne, sensorisch, also nicht anfassbar. Wir haben keine Haptik, wir haben kein Design. Diese schönen Geräte hier, von denen wir all die Sachen ablesen, ja, das hier, das sind wir nicht. Wir sind da irgendwie drin, drum und drauf. Und wir bewegen uns in einem sehr komplexen Wettbewerbsumfeld. Medienkanäle, Content-Ersteller, Technik- und Service-Provider, Infrastrukturen, da müssen wir uns entsprechend behaupten. Und mit anderen Worten, wie artikuliert sich denn dann die eine übergreifende Markenidee, deren, so möchte ich es mal sagen, immateriellen Vollstrecker unsere Produkte und Services sind? Und das über alle vermeintlichen Produkt- und Angebotsmarken hinweg, die sich so in den letzten Jahren als Wildwuchs bei uns im Unternehmen Bahn gebrochen haben. Also Sie kennen das sicherlich noch, da gibt es noch ganz andere Dinge. Alles war in der Vergangenheit mal TI-isiert. Das war zwar in guter Absicht, aber es führte wirklich zu einer extremen Markenkakophonie. TISDN, TDSL, T-Online, T-Dies, T-Das, T-Jenes. Ja? Also es war unglaublich. Es hat allein 9 Jahre auf den Trikots des FC Bayern gebraucht,
um diese Markenkakophonie, um sich von der zu verabschieden und am Ende wieder hinzuführen zu der einen Dachmarke, dem allen verbindenden T. Also für die Deutsche Telekom ein großer Kraftakt. Und ich glaube, der Jens Petershagen, wo sitzt er? Komm, zeig mal eben deinen Finger, dass ich weiß, ganz hinten, das macht nichts, du hörst mich trotzdem. Wenn einer genau weiß, was damals Sache war, dann müssen Sie den mal fragen. Arne, du weißt es auch. Ohne diesen ab 2008 initiierten Kraftakt einer T1-Markenstrategie, die wir heute in jedem unserer Märkte übrigens verfolgen, wäre auch die notwendige Zusammenführung, die organisatorische Zusammenführung von Mobilfunkbereichen und Festnetzbereichen überhaupt nicht möglich gewesen. Wir hätten heute wahrscheinlich immer noch 4 bis 5 Markenpositionierungen im Unternehmen und entsprechend eine Anzahl von Markenclaims, die ja, wenn sie gut sind, nicht einfach nur Werbewischiwaschi sein sollen, sondern die sollen ja quasi die Textur eines Gedankens sein, ein Insight wiedergeben. Mit dem Ausruf "Erleben, was verbindet", wir sehen hier übrigens unseren CEO Tim Höttges vor der Wand stehen, beziehungsweise "Life is for sharing", wie wir ihn in der internationalen Konferenzsprache benutzen, hat die Deutsche Telekom eben das, was Bindungen zwischen Menschen ausmacht, zum Kern ihres Daseins erhoben. Nämlich die Menschen dabei zu unterstützen, ihnen dabei zu helfen, Erlebnisse, Erfahrungen, Überzeugungen, Ideen, Wissen miteinander zu teilen. Und wie sehr dieser Austausch zum unverzichtbaren Bestandteil in unserem Leben geworden ist, das kann eigentlich niemand besser sagen als diejenigen, die in der digitalen Welt zu Hause sind und sie auch stetig weiterentwickeln. Und da gucken wir uns mal eben etwas an. There is a new movement, and it's called the sharing economy. Tradition of sharing. We want to be public. We want to share. We want to connect. The story of humans is connectivity, verbal and now with computers. Connection is a blessing. To share is to gain. People can spread ideas, regardless of what those ideas are, win. Wide our world to share, and that's creating an economy of what's mine is yours. Have instances in our lives of making sharing feel irresistible. Give people the power to share in order to make the world more open and connected. Everything will become social because we already are. Sharing really is a better way to live. If we are successful, that will be a better world. Welcome to the age of sharing. Was übrigens ganz interessant ist, schon 2008, 2009 stand die Deutsche Telekom mit der Refokussierung auf dem T und der Repositionierung hin zu Life is for Sharing am Anfang dieser Sharing-Bewegung. Die Rachel Boltzmann, die wir eben gehört haben, mit der Sharing Economy, hat diesen Begriff erst 2010 ins Leben gerufen. Heute ist er mittlerweile schon Bestandteil des Oxford Dictionary geworden. Ja, Sharing liegt tatsächlich, das Teilen, in unserer Natur. Primaten sind von jeher soziale Wesen. Ich glaube, auch das ist vorhin beim Dr. Scheier entsprechend angeklungen. Denken Sie ans Sammeln und Jagen, ne? Hat immer im Kollektiv stattgefunden. Sippen haben sich zu Gemeinden zusammengerottet, Gemeinden zu Dörfer, Dörfer zu Städten. Und wenn Sie den Tim Berners-Lee, dem Erfinder des Webs, wenn ich den zitieren darf, der sagt nämlich, "The web is a social creation, not a technical one." Er muss es wissen. So, und das ist natürlich auch ein No-Brainer. Der Umgang mit Technik wird selbstverständlich. Ja, den Kindern wird im Grunde genommen die moderne Kommunikationstechnologie schon mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Ich selber konnte das jetzt auf der IFA vor 4 Wochen in Berlin erleben. Da bin ich nämlich mit dem 13-jährigen Sohn von dem Guido Heffels, dem Kreativgeschäftsführer der Agentur Heimat, mal so ein bisschen über den Stand gegangen. Und dann fragte ich ihn halt, sag mal, unterscheidest du eigentlich noch zwischen digital und non-digital? Der hat die Frage überhaupt nicht verstanden. Ja, diese Frage eines digitalen Immigranten, wie es ja so schön heißt.
weil er sagte, es ist doch heute alles digital. Also wird gar nicht unterschieden. Meiner Meinung nach gibt es drei Faktoren, die Sharing-Bewegung entsprechend fördern. Geänderte Bedürfnisse, neue Technologien und die Ressourcenknappheit. Im Mittelpunkt steht mehr denn je die Gemeinschaft, nicht das Individuum. Was aber bitte nicht damit zu verwechseln wäre mit Individualität. Natürlich möchte jeder Mensch individuell sein und sich entsprechend abgrenzen. Auffällig ist übrigens auch der Bedeutungsverlust alter Statussymbole. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen schon mal angeklungen ist, vielleicht wird es später nochmal. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die nach 1985 Geborenen, wenn man sie fragt, worauf sie denn eher verzichten würden, nämlich aufs Auto oder aufs Smartphone, sagen, ja, aufs Auto. Kann ich mir noch nicht vorstellen, nicht für mich. Bei der Technologie kommt natürlich unter anderem die Telekom auch als Enabler ins Spiel. Ja, Netzverfügbarkeit, Mobilisierung des Internets, Cloud-Services, Social TV, Internet der Dinge, you name it. Und wir von einem gewissen Erfolg gekrönten Carsharing-Plattformen würden ohne ein erhöhtes Umweltbewusstsein auch nicht so entsprechend abgehen. Also diese drei Faktoren sind es meiner Meinung nach und es ist egal, ob es sich dabei um physische oder um nicht physische Güter handelt. Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Was noch nicht vernetzt ist, wird dann in Zukunft vernetzt. Und alles, was geteilt werden kann, wird auch entsprechend geteilt. Konnektivität scheint für manche so wichtig zu sein, das habe ich jetzt auf Facebook entdeckt, dass sie sogar schon die unterste Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide erklommen hat. Ja, das hat da irgendjemand so dran gekritzelt, dann entsprechend gepostet. Ich fand es großartig. Und ich finde, es passt zum Beispiel zu der Ankündigung von Lufthansa, das war Montag letzter Woche. Die werden nämlich über die Interkontinentalflüge hinaus jetzt auch die Europaflieger zusammen mit der Deutschen Telekom ausstatten, ja, Internet on board. Die haben nämlich ihre Fluggäste gefragt und 66% der Fluggäste haben angegeben, dass das für sie ein ganz wichtiges Buchungskriterium ist, ob es Internet an Bord gibt. Also auch da tut sich wirklich eine Menge. Was mich zur Vervollkommnung des Anfangs von mir ins Spiel gebrachten, ich habe es Selbstverständnis genannt, bringt, dass die Deutsche Telekom sich und ihren Mitarbeitern wirklich ins Buch geschrieben hat. Und daraus geht hervor, dass sie sich eben nicht nur als irgendein Unternehmen sieht, das die Gesellschaft mit Infrastruktur, also Netzen und Anschlüssen versorgt, sondern als vertrauenswürdiger Begleiter in der digitalen Welt, der das Leben der Menschen nachhaltig vereinfacht und bereichert. Punktum. Das ist der Satz. Mehr muss man sich bei uns gar nicht merken. Das ist der Kern. Das ist unser Purpose. Ist aber nicht ganz einfach von allen zu adaptieren und zu verstehen. Deswegen sind vor allem der Tobias Schmidt, der hier in der zweiten Reihe sitzt, und ich schon seit Jahren eben in dieser Dauermission unterwegs und vor allem auch Neukömmlinge in dieser Form richtig willkommen zu heißen bei der Deutschen Telekom und sie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dieses Selbstverständnis ist übrigens uns so wichtig, dass wir es, ich glaube, es war letztes Jahr, regelrecht im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt haben. Und das kann man in der Zentrale Friedrich-Ebert-Allee, also in unserem Headquarter in Bonn, sehen. Unüberpinselbar, unverrückbar. Auch um klarzumachen, dass wer sich als Mitarbeiter damit nicht identifizieren, nicht committen kann, überlegen muss, ob er dann wirklich bei uns richtig ist. Also insofern nutzt uns dieses Selbstverständnis auch hier in dieser Ausprägung als eine Art Filter. Wie eingangs erwähnt, übernimmt die Markenpositionierung auch nach innen eine entsprechende Orientierungsfunktion, sodass ich heute mit einer gewissen Übertreibung sagen lassen kann, dass sie auch in allen Bereichen des Unternehmens gelebt wird. Warum mit einer gewissen Übertreibung? Weil es natürlich auch vom besten Verständnis und Bemühen des Einzelnen abhängt, ob das so ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das mit der Vergangenheit vergleicht, dann würde ich sagen, dass sich da so eine einheitliche Kultur langsam die Bahn bricht, mit dem Ziel der offenen, bereichsübergreifenden Zusammenarbeit im Unternehmen. Ich möchte Ihnen da mal so 4, 5 Beispiele zeigen, so einen Blick behind the curtain, den Sie sonst üblicherweise so vielleicht nicht bekommen würden. Sind jetzt nicht alles Rocket Science, aber es ist vielleicht ganz interessant für Sie zu sehen, dass so ein großes Unternehmen mit 230.000 Menschen versucht, diese Dinge also wirklich zu verinnerlichen und zu leben. Selbst wenn zwischen Theorie und Praxis hier natürlich noch eine Lücke klafft, was ja menschlich ist, so finde ich es zumindest schon mal wichtig, dass Collaboration hier als Wert an sich zum Bestandteil der sogenannten Führungsprinzipien gemacht wurde.
und sie sind auch tatsächlich vergütungsrelevant. Aber das ist eine Geschichte für sich. Offen, ohne Angst vor Konsequenzen, Kritik äußern zu können, Probleme anzusprechen, das ist wirklich ein ehrliches Anliegen von Tim Höttges, unserem CEO. Es gibt deswegen TimSpace, ja, das ist eine Austauschplattform im Telekom-eigenen sozialen Netzwerk. Dort lebt er das vor und jeder Mitarbeiter kann sich da an Diskussionen beteiligen, kann sie mitverfolgen. Also es herrscht hier doch wirklich eine ausgesprochene Transparenz. Das heißt übrigens auch, im Social Web Positives wie Negatives nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sichtbar zu machen in Form dieser sogenannten Telekom Social Walls, die wir dann auf Screens im gesamten Unternehmen ausstellen, ja, sodass hier also jeder unverfälscht sehen kann, was in den vernetzten Medien so alles abgeht. Erleben, was verbindet, heißt mitunter auch, genau dieses interne soziale Netz dafür zu benutzen, um ausgefallene Kundenwünsche zu lösen. Das ist zum Beispiel der Wunsch von Becky gewesen. Becky 6 hatte irgendwann mal, ich glaube aus einem Gewinnspiel heraus, diesen blöden Esel, also diesen lieben, tollen Esel der Deutschen Telekom bekommen und hat ihn dann nach 2 Jahren verloren. Und mittlerweile war die Aktion vorbei, es gab eigentlich keinen mehr. Und dann ging das los über das Social Netzwerk hier, intern doch noch einen Esel zu finden für Becky, hat man ihr auch geschickt. Sie ist glücklich, die Eltern sind glücklich, erzählen das jedem weiter. Und man stellt dann eben auch fest, dass diese Art der Empathie man in einer Großorganisation wie der Telekom nicht zwangsläufig zutrauen muss. Apropos Hilfe, mit der Plattform Telekom hilft, betreibt die Deutsche Telekom eines der größten Social Media Teams in Deutschland. Ich glaube, es sind mittlerweile ungefähr 100 oder vielleicht sogar über 100 speziell dafür geschulte Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass man sich mit Fragen und Problemen namentlich an sie wenden kann, ohne von Pontius zu Pilatus geschickt zu werden. Und daraus ist mittlerweile eine Feedback-Community unter den Nutzern entstanden, sodass unsere Mitarbeiter das eigentlich nur noch charmant an der Seite moderieren müssen. Die offene Kultur soll sich in Zukunft auch innen in Form der Büroraumkultur zeigen. Was Sie also auf der linken Seite sehen, das sind so diese Käfige, die man in den 90er Jahren in den Verwaltungsgebäuden aufgesetzt hat. Tür zu, ward nicht mehr gesehen und das klare Signal an alle Kollegen ist, komm hier nicht rein. Das wollen wir entsprechend öffnen, also auf der rechten Seite dann entsprechend unsere Future Workspaces. Ja, unten links eine Teeküche, wie bei Stromberg, rechts entsprechend offen. Das machen wir jetzt zumindest mal in der Zentrale in Bonn. Also wenn Sie in einem Jahr, denke ich, kommen, dann können Sie das auch erleben. Die Idee des Teilens hält auch Einzug in die Produktwelt in doppelter Hinsicht. Zum einen, indem den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihre privaten WLAN-Zugänge anderen gegenüber zu öffnen, natürlich mit allen Sicherheitsstandards, die da notwendig sind, und im Gegenzug dafür Teil eines großen WLAN-Netzwerkes mit über 2,5 Millionen quasi privat-öffentlichen Hotspots zu werden. Auf der anderen Seite passt das deswegen auch gut als Beispiel, weil dieses Produkt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem spanischen Hersteller Phone entwickelt wurde. Also erleben, was verbindet im Business-Bereich sozusagen. Als der Guido Heffels mit seinem Sohn vor 4 Wochen, ich glaube nach 4 Jahren mal wieder auf die IFA ging und dann auch zu uns an den Stand kam, da hat er etwas sehr Schönes, auf der einen Seite Ironisches, auf der anderen Seite Respektzollendes gesagt. Er meinte, also wirkliche Nähe, Interaktion, Auseinandersetzungen und Fröhlichkeit im Sinne einer Unbefangenheit und eines positiven Blicks in Gegenwart wie Zukunft, das habe ich vermisst. Ohne zu schleimig zu sein, außer bei euch. Was ist bloß aus der alten Telekom geworden? Das fand ich sehr süß, dass er das gesagt hat, denn vor ein paar Jahren sah das noch so aus. Anderes Beispiel, die Cebit, ja, das ist aus dem März dieses Jahr. Also auch hier, selbst im B2B-Bereich, nahbarer, erlebnisreicher, sah schon mal anders aus. Schönes Beispiel, eines meiner Lieblingsbeispiele, kommt aus der Slowakei, aus Bratislava. Das ist der sogenannte Maggio Beach. Über 3 Sommermonate ist das Event, der Eventplatz schlechthin in der Stadt. Nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für die Touristen. Chillen, Speisen, Produktvorführungen, Musikdarbietungen, Gymnastikvorstellungen, ich weiß nicht was alles, Yoga und so weiter und so weiter. Ein buntes Programm mit vielen Partnerunternehmen. Erleben, was verbindet, wirklich zum Anfassen. Und in diesem Kontext, denke ich, passt auch folgender Mitschnitt ganz gut. Schauen Sie sich das mal an. Musik.
these moments. Our products and services are empowering and enabling people to get closer to their friends, families, and communities like never before. That's why we continuously invest in Europe's best leading network. And set another significant milestone with rebranding to Magenta in Romania. We are delighted to be working with T-Mobile. We want our brand to motivate people to participate and share their emotions. So let's die in Telekom, neben den Songs 7 Seconds und machen mit euch zusammen den größten Chor des Internets. For example, in the Netherlands, we organized the surprise birthday party for the Dutch Omar Manders with her favorite singer, Hoes Mavis. This resulted in over 40,000 people congratulating her. We created Angry Birds in reality, and over 3,000 people watched and played it live. We brought 250 fans from 8 countries together to take part in Katy Perry's video for Fireworks. To a spontaneous dance together with 400 dancers at Liverpool Street Station in London during rush hour. We created Move On, the first road movie inspired by more than 10,000 contributions from 11 countries, featuring Cannes Festival winning actor Mads Mikkelsen and Hollywood director Asger Leeds. Memorable moments for all winners. Over 2 million watched the road movie. We curated a public exhibition of pictures from Bob Carey, where you see him only wearing a pink tutu. He did that as a symbol of hope and to give joy to his wife Linda, who is suffering from cancer. In 2013, Deutsche Telekom started an exclusive partnership with Depeche Mode. 18 branded concerts created unforgettable music moments. And a partnership with Telekom, for instance, is enabled us, first of all, couple up with technology and modern-day technology, and also at the same time to have our music heard by a larger audience. For example, in Bratislava, we turned the whole Telekom shop into a huge Depeche Mode fan zone. During the concert, we made everyone interact with the band with laser projections directly on the Telekom building. We started the biggest sing-along ever seen, with over 13,500 people taking part at Trafalgar Square, with Pink as a surprise. Simply believe in the power of sharing. Und Sie können davon ausgehen, da gibt es so manchen, der dann fragt, was soll das Getanze da an der Liverpool Street Station? Und dann zeigst du einfach diese alte Dame, die sagt, boah, ich war so schlecht gelaunt, als ich hier hinkam, aber danach hatte ich eine gute Laune. Und dann weißt du, warum wir es gemacht haben. Jetzt kann man dir auch ganz viele tolle Tarife verkaufen. Was uns wichtig ist, ist denn das, was wir da investieren, kommt das überhaupt in der Form an, dass wir als eine, nennen wir es mal Sharing-Brand, auch wirklich angenommen werden? Können wir das glaubhaft vermitteln? Und da haben wir verschiedene Untersuchungen aufgesetzt. Das ist jetzt die neueste, ach, da habe ich das schon verraten, Übersicht. Nämlich auf der Abszisse, ne, wird gefragt, ist Ihnen diese Marke wichtig, um Ereignisse und Inhalte mit Freunden, Familie zu erleben und zu teilen? Und auf der Ordinate heißt es, ermöglicht ein modernes Leben durch Online und digitale Medien. Und die Größe des Bubbles hier sagt etwas über die Nutzungshäufigkeit. Echt? Bei mir steht 7. Da ist die Telekom. Fand ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Was aber vor allem wichtig ist, ist, dass die Positionierung nachhaltig auch zum Erfolg, zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Interviews mit über 20.000 Kunden und Nichtkunden in Europa haben offenbart, dass die Kaufabsicht unter den in dieser Hinsicht markenaffinen Kunden um das bis zu 4-fache höher liegt als bei den nicht markenaffinen. Und
vorhin wurde es auch schon angedeutet, ich weiß nicht von wem, von Ihnen glaube ich, es ist tatsächlich so, egal welche der internationalen Markenwertbewertungsstudien man heranzieht, die Deutsche Telekom landet irgendwie immer unter den Top 3, ja, und ist tatsächlich von Brand Finance 500, Global 500 als wertvollste europäische Telekommunikationsmarke identifiziert worden. Es gibt auch eine Kehrseite des Sharings, keine Frage. Datensicherheit, Datenschutz, das sind so Themen, oder ungeklärte Rechtssituationen in der Sharing Economy. Dann das Thema realer Plattformkapitalismus versus vermeintlichem Altruismus. Angst vor Internetkriminalität, zeigt dieses Chart auch nochmal sehr stark. Ja, obwohl Sie im Bereich zum Beispiel von Einbruchsdiebstahl oder Autounfällen einen viel höheren monetären Schaden haben könnten, ist die gefühlte Bedrohung durch Internetkriminalität also viel, viel höher, unverhältnismäßig höher, wenn man so will. Und deswegen ist halt Vertrauen mehr und mehr auch die eigentliche Währung im digitalen Zeitalter. Wir schätzen uns ganz glücklich, dass wir da gar nicht so schlecht aussehen im Vergleich zu anderen Sharing-Brands. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das vielleicht nicht nur an unserer Stärke liegt, sondern natürlich auch an der Schwäche der anderen. Also das ist so ein Metier, ne? Das tut sich per se etwas schwer damit. Und wie schnell Vertrauen verspielt werden kann, Arne, du hast es angesprochen, ist ja der Fall VW. Bin schon fast am Schluss angekommen. Nochmal das Thema Love Brands. Da ist fast nichts mehr zu sagen. Umso erstaunlicher, dass Nutella diesem ganzen Gequassel offensichtlich sehr intensiv zugehört hat und gesagt hat, ja, das tun wir sogar inside out auf dem Glas drauf und dann steht es da. Was ein Blödsinn. Die Rolle der Telekom, die besteht darin, ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, sich mit anderen zu verbinden. Die Rolle der Telekom ist nicht, geliebt zu werden. Ich glaube auch, dass diese Beziehung zwischen Marke und Kunde sowieso eine ist, die allein vom Kunden bestimmt wird. Das ist eine reine Nutzenbeziehung und wenn es sich ausbezogen hat, ja, dann verlässt uns der Kunde entsprechend. Und das ist lustig, weil vorhin auch Bayern München erwähnt wurde, da wäre ich nicht so weit gegangen, aber ich würde unterstreichen, dass der erste FC Köln und der BVB Love Marks sein könnten, also ein anderer Bereich. So, zum Schluss, wenn nicht gleich geliebt, so müssen Marken aus Kundensicht aber auf jeden Fall als für sie persönlich relevant erachtet werden. Meiner Meinung nach gehören diese vier R's hier zum Kern einer stringenten Markenführung. Die Relevanz ergibt sich daraus, was die Menschen beschäftigt, was sie bewegt und somit tatsächlich hinter einer Produktanwendung steckt. Der Reward ist die Belohnung im Sinne der Adressierung und Erfüllung von Kundenzielen. Die Reaktion ist die Möglichkeit, die mir eine Marke einräumt, um mir Gehör zu verschaffen. Und wenn eine Marke auf meine Bedürfnisse eingeht, dann lohne ich das auch entsprechend mit einer positiven Reputation, was ja wiederum wichtig ist für das, was Dritte über eine Marke sagen und sprechen. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, okay, ganz so viel hat er sich gar nicht auf die Schultern geklopft, da waren auch ein paar selbstkritische Untertöne, die sind mir auch tatsächlich wichtig, weil man ist dort also in einem ständigen, wenn Sie so wollen, Iterationsprozess. Wenn Sie das am Ende interessiert, dann biete ich Ihnen gerne an, dass Sie mir unter dieser Adresse Ihre Kontaktdaten zukommen lassen und dann können Sie das Buch haben, das schicke ich Ihnen dann einfach, What Connects Us, was uns verbindet, ist kein Werbebuch, sondern es ist einfach nochmal ein intensiverer Blick hinter die Kulissen, vor allem des Selbstverständnisses. Vielen Dank.